Und die Kinder können natürlich mit solchen Blättern zum Beispiel ganz tolle Ketten fädeln, indem sie es einrollen. Und wir haben da jetzt zum Beispiel einen langen Halm und den stecken wir da durch. Ja, und die Kinder fädeln einfach sozusagen die Blätterketten immer in dieselbe Richtung, damit das natürlich auch was gleich schaut. Also das ist für viele Kinder dann schon wieder Herausforderung. Ja, und sozusagen kriegen wir da auch richtig einen lustigen Kranz, die Blätter stehen weg. Ja, können Sie sich das vorstellen? Je mehr das sind. Und das kann man dann auch im Herbst verwenden, das kann man in Adventkranz einlegen und golden ansprühen. Ja, es gibt sogar Blätter, die von Haus aus silbrig sind. Ja, dann habe ich schon wieder was vorbereitet und habe die Natur eigentlich mitgenommen in den Kindergarten zur Weihnachtszeit. Ja. Oder ich kann ja dann zu Ostern einen bunten Buchskranz flechten und innen drinnen ein Laubkranzerl rein. Ja. Und welche Blätter Sie da nehmen, das müssen Sie einfach gut überlegen. Wichtig ist, dass die Blätter leicht trocknen können, dass sie nicht zu dick sind. Ja. Oder zu dünn, dass alles zerbröselt. Ja? Und die Erfahrung machen Sie ganz bestimmt, weil wenn Sie die ersten drei Laubkränze fädeln aus verschiedenen Sachen, einfach weil Sie sind ja im Garten mit den Kindern. Ja? Sie schauen ja drauf. Ja? Und nebenbei können Sie locker so ein Kranzerl flechten. Und wenn die Kinder dann sehen, ah, das schaut lieber aus, dann gefällt ihnen das entweder oder nicht. Und die, denen es gefällt, werden auch anfangen. Ja? Bei der Schulvorbereitung können wir natürlich ganz super arbeiten. Wenn wir jetzt rotblättrige Sträucher haben, dann holen wir uns ein rotes Blatt, fädeln zwei grüne, ein rotes, zwei grüne, ein rotes. Dann machen wir es umgekehrt. Jetzt haben wir drei rote, zwei grüne. Ja? Die Kinder müssen eine Form ziehen. Ja? Und das ist genau das, was wir beim Kettenfädeln und so weiter immer wollen. Nur da machen wir es mit Naturmaterial. Und der Spaß für die Kinder ist, sie können hin und her rennen dabei, sind aber trotzdem konzentriert und müssen schauen, dass sie ihr Ketten fertig haben. Ja? Wir haben eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie haben Bewegung, das was alle Kinder brauchen, und sie haben Schulvorbereitung.